Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Diablo 3 Let's Play, ja. Ich werde jetzt nochmal die Beta durchspielen und zwar mit dem Charakter, den wir hier schon angewählt haben, nämlich mit dem Monk, also dem Mönch. Es wird, genauso wie das andere Let's Play sein, dass wir eben da durchlaufen, ein bisschen den Charakter kennenlernen. Ja, was ich hiermit mir auch erhoffe mit diesem neuen Let's Play oder erneuten Let's Play Diablo, ist, dass ihr vielleicht auch meine anderen Let's Plays anschaut. Das soll auch wirklich die einzige Werbung sein, die ich hier für meine Let's Plays mache. Es geht nur über meine eigenen Let's Plays, mache ich Werbung. Andere Werbung möchte ich gar nicht erst machen. So dass es sich vielleicht rumspricht, dass ihr euch das, dass ihr meine Let's Plays auch weiter anguckt. Weil das ist natürlich auch so ein bisschen das Zeichen, dass sich meine Arbeit und meine Mühe, die ich hier reinstecke, eventuell lohnen. Ich weiß, vielleicht klingt das ein bisschen doof, aber andere Werbung möchte ich nicht machen. Oder sonstiges, weil mir das einfach viel zu viel aufwendig ist und vielleicht ist das mit der Mund-zu-Mund-Propaganda doch ein bisschen besser. So, wir createn einen New Hero. Ja, die ist ja halb nackt. Mensch, das ist ja was. Das geht ja so gar nicht. So. Dann wollen wir mal loslegen. Monk. I smell fear and death. The fallen star is near. Willkommen to New Tristram. Ein toter Dorfbewohner begrüßt uns. Ein Zombie. Und zack. Norris für weibliche Personen. Na, da soll mal einer sagen, Frauen können nicht zuhauen. Zack. Weiter geht's. Zack. The fallen star has upset the balance of this land. I seek it. It fell on the old cathedral. There was only one survivor, Leah. You should speak with her. Captain Rumford, more dead are coming. So. We can't open the gates until we drive them back. Wir werden jetzt hier nicht mit jedem Einzelnen reden. Nur wenn es nicht mit Stress ist und wir werden deswegen auch nicht alles anhören. Wenn jemand jetzt die ganzen Sachen hören möchte, kann er gerne meine Auswärtsfrei angucken. Dort reden wir. I've never seen anyone fight like that before. Guards, open the gates. You'll find Leah at the Slaughtered Calf Inn. Da reden wir mit jedem eigentlich. Mit jedem Dorfbewohner, mit jeder Person, die einen über den Weg läuft. Ja, das ist, glaube ich, dafür eigentlich das Beste. Wir werden jetzt hier uns ein bisschen mal anschauen. Es soll ja auch eigentlich nur ein bisschen für mich meine eigene Werbung sein. Are you Leah? Rumford said you survived the fallen star. I did. But it blasted my uncle Deckard Cain into the depths of the old cathedral. I tried to search for him, but the dead were already rising. I came back here to rally the militia, but watch out! The wounded are turning. Ah, ihr bösen Zombies, Black Mask. Geht voll ab. This is killing business. So. The dead will overwhelm us all unless something is done. I will send them back to their graves. I will save your town. Thank you. Ziemlichen Akzent die junge Dame. We've been under siege for 6 days now. Uncle Deckard is still missing. Captain Rumford and the others are losing hope. I tell them not to lose faith. But if help doesn't arrive soon. Ja, so, weiter geht's. Hier ist nix drinne. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr euch meine anderen Let's Plays anguckt. Einen Moment. Und dann, damit Spaß habt. Ich habe mit großartigem Spaß hier dran, an den ganzen Let's Plays. Bloß macht natürlich mehr Sinn, wenn meine anderen Let's Plays natürlich auch so gerne geguckt werden. Ja, ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn man die ganze Zeit sagt, oh, ich will meine Let's Plays hören, guckt meine Let's Plays. Aber das ist auch die einzige Werbung, die ich mache. I will help you fight the risen dead. I admire your courage, but Captain Dalton and the militia were slaughtered by those things. Only I survived. That will not be my fate. Well, I have seen you fight. Strike at the wretched mothers and their queen. They're the ones vomiting out these horrors. They're attacking the barricade! So, dann komm her, ist doch egal.
Bam. That's one of the wretched mothers. There are more of them in the ruins down the road. Joa, das haben wir geschafft. I, Deckard Cain, have spent many years traveling and writing about the strange creatures in our world. But the sight of the wretched mothers still haunts me. They are the remnants of Queen Acilla's slaughtered handmaidens who were twisted by foul magic. Now they feast upon cadavers and regurgitate them as newly formed, risen dead. Ja, das sieht auch ziemlich ekelhaft hier alles aus. Fällt mir jetzt gerade mal auf, hier sind die ganzen Zombies, die hier so rumkreuchen und fleuchen. So, ein Beinkleid haben wir. Naja, ein bisschen. Ah, kleine Hotpants. Ist ja nicht schlecht. Ja, ich werde dann jetzt auch die erste Aufnahme beenden. Unsere erste Folge für den weiblichen Monk. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Und dass ihr mehr meine anderen Let's Plays schaut. Ich würde mich definitiv freuen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.